Heute schauen wir uns an, wie ihr diese wunderschönen Kosmetik sammeln könnt und gleichzeitig dieses Texture Packy spielen könnt, wie ich hier mit diesem kleinen Totem und mit meiner neuen Hotbar. Wir brauchen eine Mod, die heißt More Cosmetics. Wo ihr mit GIF-Animations, wie die von Cape, könnt ihr einfach schauen. Ah, da habt ihr hier diese Animation, die ich hier gemacht habe, und das Cape. Und ja, wie ihr euch diese ganzen Animationen holen könnt in-game hier, zeige ich euch in diesem Tutorial. Und die erste Mod, die ihr braucht, ist Fabric API. Da habe ich euch in der Videobeschreibung mal den Link gepackt von Fabric API. Ihr müsst es euch einfach mal downloaden. Wenn ihr euch Fabric API gedownloadet habt, braucht ihr More Cosmetics. Und was ihr dann auch noch braucht, ist nämlich Fabric Loader. Den packe ich auch in der Videobeschreibung. Damit könnt ihr Profile für Mods erstellen. Wenn ihr euch die zwei Mods gedownloadet habt, müsst ihr die einmal ausschneiden und mit Windows-Taste und R könnt ihr hier einfach bei Ausführen Prozent Update Prozent eingeben. Dann drückt ihr auf OK und dann geht ihr in euren Minecraft-Ordner und da braucht ihr Mods. Wenn ihr diesen Ordner nicht habt, dann müsst ihr hier auf Neu, auf Ordner und dann müsst ihr den Mods-Ordner erstellen und einfach nur Mods nennen. Dann habt ihr es schon. In dem Mods-Ordner fügt ihr euch einfach diese zwei Mods hier ein und wenn ihr euch die zwei Mods hier eingefügt habt, könnt ihr euer Minecraft starten. Wenn ihr Minecraft gestartet habt, ihr könnt nämlich im Menü auf Skin Customization und dann hier auf More Cosmetics gehen, habt ihr hier so ein Menü hier, wo ihr dann einfach hier Kuhhörner auswählen könnt. Da müsst ihr einfach in den roten Farben machen, beim Halo auch, wenn ihr mal Cosmetics haben wollt. Dann beim Shield könnt ihr dann einfach die Datei reinladen, die ihr euch auch in der Videobeschreibung verlinken könnt. Da müsst ihr einfach nämlich hier auf File Selector, da müsst ihr euch die Datei auswählen, die ihr da haben wollt. Und wenn ihr euch dann die Datei ausgewählt habt, dann dauert es ein bisschen und dann wird dieses KP so geladen mit dieser Animation. Das gleiche müsst ihr beim Clork auch machen, da müsst ihr auch euch die Files selecten. Und wenn ihr euch dann die Files selected habt, könnt ihr dann auch warten, bis diese Animation drin ist. Wenn die Animationen drin sind, dann bräuchtet ihr noch die Wings. Dann müsst ihr auch noch die ganzen Farben machen und alles. Und eigentlich habt ihr dann schon die Cosmetics.